So, hallo und alle zur nächsten Folge von League of Legends. Heute bin ich mal wieder in einem Ranked-Game. Ihr seht's am Master Jesus. Ich bin gerade bei Gold 5, 25 LP. Also ich bin Gold 5 eingerankt worden, dann 1 gewonnen, 25 LP gewonnen. Jetzt sind wir wieder hier bei einem Game. Mal gucken, was das jetzt wird. Ich hoffe mal, das sieht gut aus. Ich glaube nur, wir haben 3 Jungle-Mains im Team und das ist nicht so gut. Ah, ich denke mal, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und heile mich ein wenig hoch. Oh. I knew it. Ja, gleicher Gedanke. Ja, nee, deswegen checke ich sowas immer. Das war eben der Duft. Oh Gott. Ah nein, Corki ist da. Ich wollte gerade schon so sagen, das war eben der Duft von Platin, aber dass der da immer noch hinterher hängt. Alter. Ich bräuchte mal ein Level 6. Da muss ich hin. Ja, da steht ein Pinkohr drin. Und der Kopf geht in die Richtung. Ja, komm, dann mache ich den Blue Buff, bevor er gleich weg ist. Graves kommt. Muss da weg. Das gibt's doch nicht, ey. Leute, ich kann da nichts tun gegen. Ja, dann wird's halt nix. Ich bin halt nicht so dumm und renn da rein. Oh. Ich rechne hier ganz gute Chancen aus. Der läuft aber nach unten, schätze ich. Schade, ey. The Corki. Ich denke mal, ein Auto jetzt hätte ich noch gekriegt, aber... Corki-Rakete. Na, ja, kann ich wieder vergessen. Komm schnell dran. Komm ich nicht ran. Schade, ey. Dass man den Corki nicht kurz kriegt, könnte man denn erzählen. Alter. Ja, hier gibt's nichts zu machen. Aber jetzt gehe ich halt rein, ist mir egal. Ernsthaft? Oh, ein Corki kommt auch noch. Da geht gar nichts. Oh lol, ey. Der Schaden ist einfach so krass, der hat da noch Exhaust dabei. Bei mir gab es aber ein garantiertes, Oh lol. Lol. Ja, ja. Oh lol. Twitch nach vorne, ist egal. Vielleicht kann ich mir ausholen jetzt. Q gedodged. Ulti gedodged. Ja, kannst du nichts machen. Ach komm, erzähl mir doch keinen. Was ist das denn? Ja, typisch Sinnsteinter.
Hey. Oh yes. Lol. Ich komm nicht ran. Yo. I made it. Lol. Der war jetzt cool. Der war jetzt echt cool, der Move. Ah, oh Gott. Ja, ist immer so deprimierend, wenn man einfach eingestampft wird. Man kann nichts machen, aber... Ey, komm, allein für diesen Spielzug war es worth. Soll ich? Na ja, komm, ich bleib. Und jetzt fahre ich mich hoch. Und jetzt gehe ich hinten rein. Nein, ich push. Oh Gott. Soll ich es riskieren? Okay. Er sollte mal weggehen, geh weg. Na, ah, schade, Grace. Ja, aber das Inch hat mich auch noch gekriegt. Ich hab halt kein Wort. Oh. Na, müssen wir halt oben zurück. Zumindest haben wir aber einen richtigen Tank. Ja gut, ja, zinscht. Aber. Warte. Nein, das ist gerade nicht schnell hier zu bleiben. Oh Gott, ah, ich bin zu weit runtergekommen. Der Cinch, der läuft die ganze Zeit hier durch sämtliche Reihen durch. Das ist immer mega nervig. Einfach. Oh. Ja, auch geräumt einfach. Jo, ey. Oh, schade. Ich hab die Ulti abgekriegt. Schade, ich hab die Ulti abgekriegt. Konnte nicht ausweichen. Ich habe jetzt Armor. Na wohl, wenn wir das jetzt gedeft kriegen, dann sieht's gut aus, aber... Je, Scripting 100%. Ich skripte nicht. Pass auf.
Also ich habe hier oben drei rausgehalten. Sozusagen. Wir sind unten zu zweit gegen die. Ansonsten. Ja. Ich dachte, geh einfach mal rein, versuchen, was geht. Ich bin nicht rankommen, deswegen habe ich keine Outfits rausgemacht. Aber ich wollte eigentlich den Sinnstein greifen. Und jetzt ist sie. Egal. Aber es gab hier ein paar gute Spielszenen. Ein Play, wo man gedacht hat, oh, das schaffe ich nicht. Ich bin zufrieden. Gut, dann mal gucken, wie viele Punkte es waren und bis gleich. So, dann minus 14, das geht ja noch. Ja, so, Mev hat sogar einen S gekriegt noch. 4-2-14, ja. So, also das ist eigentlich okay. Ich werde so des Skriptens reported. Damage taken. Ich habe übelst getankt. Ich habe mehr getankt als Merfeind. Damage dealt to champions. Ja, ist eigentlich okay. Ist eigentlich okay. Das Problem bei dem Game war hier, dass einfach der Graves ein Zelt in meinem Jungle aufgeschlagen hat und im Early Game kann ich einfach nichts gegen machen. Vor allem nicht, wenn er Red Buff hat. Dann bin ich halt so blöd und denke für den anderen. Versuchst du denn das nicht? Dann warte ich nochmal extra, aber ich habe den gar nicht gesehen, dass er nochmal durch ist. Ich habe den beim zweiten Mal rein ist nicht gesehen und dann, ja. Kann das manchmal ein ausschlaggebender Kill sein für Snowballing. Der Corki war da übertrieben auch. Ja gut, dann sieht man sich im nächsten Game. Bis dann, das Krachen. Und tschüss.